Wetter.at lässt Sie nicht im Regen stehen. Das beste Wetter für Ihren Ort. Jede Stunde. 9 Tage im Voraus. Und alle Unwetterwarnungen. Wetter.at. Ihr Wetter für jeden Ort. Auch als App. Wetter.at. Das Wetter präsentiert Ihnen. Wetter.at. Verschneit sind sie noch, die Bergspitzen, aber das soll uns nicht weiter stören, denn wir sehen da auch jede Menge Grün im Brandner Tal. Wie man merkt, auch da ist der Frühling endlich eingezogen, genauso wie in Bad Gastein. Da wird es dann endlich mal wieder Zeit, hier einen kleinen Ausflug zu wagen, vielleicht auch mal beim Wasserfall vorbeizuschauen. Das ist ja wirklich das Schönste in Bad Gastein. Und damit schauen wir auch gleich mal nach Europa. Wie sieht es denn da heute aus? Während sich ein Hoch namens Jana nach Osteuropa verlagert, zieht Tief Otto zur nördlichen Nordsee und nach Schottland. Damit ist in Westeuropa sowie im westlichen Zentraleuropa wechselhaftes Wetter mit Regen- und Gewitterschauern verbunden. Über der Iberischen Halbinsel, Italien und der Adria sind ebenfalls viele Wolken unterwegs. Schauer gibt es aber nur gebietsweise. Auch in Österreich kann es heute ein bisschen regnischer werden. Föhnig wird es auf alle Fälle und damit warm und oft auch sonnig. Im Westen und Südwesten gibt es aber eben auch ausgedehnte Wolkenfelder und vom Brenner über Osttirol bis Kärnten eben auch einzelne Schauer. Also ein bisschen feucht wird es heute trotzdem, aber meine Güte, es gibt ja kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Klamotten. Sie wissen es ja. Wir schauen in den Westen. Wir halten bei 18 Grad im Plus. Die Wolken schieben sich da immer wieder vor die Sonne und in den späteren Stunden kann es dann eben auch regnen. Aber da sollte man dann eh schon zu Hause sein und schlafen oder mit dem Freund kuscheln, was sie am liebsten tun. Im Osten auch da Wolken angesagt, hier, die sich vor die Sonne schieben. Immer wieder ein Wechselspiel aus Sonne und Wolken und sie liefern sich einen Schlagabtausch. Sie können sich nicht so recht einigen. Auch der Regen, der kommt. Irgendwer hat da offenbar die Regentrommel hier auf die drauf gehauen und am Freitag geht es auch so weiter. Wie sieht es aber im Osten aus in den nächsten Tagen am Freitag? Auch da waschelt es ein bisschen runter, aber zumindest der Sonntag, da grinst sie uns dick und fett entgegen. Die Sonne ist da am motiviertesten. Und damit kommen wir jetzt zu richtig motivierenden Nachrichten von Marcel Schachinger und der Top-Story des Tages.